So, dann werden wir mal jetzt Ivo befreien. So, Ivo, bitteschön. Danke, endlich. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Okay. Können wir das wieder... Können wir übertragen, ne? Ich... Wie können wir das übergeben? Können wir die nicht übergeben? Mit Ivo spielen. Ach so. Na, über das Bild wäre besser gewesen. Ich glaube nämlich nicht, dass Vieh jetzt irgendwas machen kann. Ich gebe erstmal alles hier rüber. Danke. So, der Gummihund auch. Der kann sie bestimmt irgendwo runterrutschen. Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. So ein Gummihuhn ist zweckdienlich. So, was haben wir hier? Die Kanone. Okay, warte mal. So. Die zierliche das Elfe. Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein. Jetzt sehe ich das gerade. Sie hat hochhackige Schuhe an. Also Stiefel. So, jetzt haben wir eine Kugel. Die Kugel ist aus massivem Eisen und wiegt mehrere Kilogramm. Die Tür könnte ich damit zwar nicht zerschlagen, aber für eine erhebliche Beule könnte sie sorgen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbo und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. Das sagt sie beim Blick auf das Gummihuhn. Interessant. Eine vom Vieh gebaute Fackel. Sie erfüllt ihren Zweck und brennt. Das Gummihuhn hat zwar schon bessere Zeiten erlebt, aber es sieht noch recht elastisch aus. Oder auch nicht. Das Bild zeigt einen reich gedeckten Tisch. Keine sehr gute Arbeit. Ich frage mich, wo das Vieh so einen Schinken aufgetrieben hat. Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Halt! Ja, die sehen da was zu essen, ne? Können wir durch? Sie ist fest verriegelt. Du meinst, der Riegel ist für dich zu schwer, um ihn anzuheben? Irgendwie muss er aber weg. Nochmal Kanonenkugel. Was ist das für ein Kasten hier? Aber siehst du, wir müssen ja mit ihr auch nochmal alles angucken. Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Könnte auch von Simon und dort Sosa ein sein. Größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Oh. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Nichts. Doch, das Ding bewegt sich da. Hier ist ein Hebel. Eine massive Holzkonstruktion. Mit dem richtigen Werkzeug, mehr Zeit und ein wenig Talent könnte ich daraus vielleicht einen Rambock bauen. Oder ein Katapult. Oder einen hübschen Tisch. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung.
In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht. Nicht reinleuchten? Nee. Hallo? Hallo? Nichts. Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Wecke das etwas. Hey! Aua, was? Du? Aber was tust du? Ach, das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt. Aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Also das mit der Zwischendurchwerbung ist doof, ja. Wie gesagt, das kann ich hier überhaupt nicht beeinflussen, der Kram. Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich. Nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mortrogas Zauberstab? Ich befürchte, ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Was habt ihr Mortroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihn von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Der weiß doch von nix. Dieser rote Holzkasten dort, wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Also, es könnte, wie gesagt, nur ist es ja rot und nicht blau, ne? Vom Doktor sein. Es könnte aber, wenn ich mich richtig erinnere, ist in Sime the Sorcerer 3D reist man mit einer Telefonzelle zwischen den Ortschaften hin und her. Und das könnte eine Anspielung auf Sime the Sorcerer 3D sein. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Okay, das ist also ein magisches Schloss.
Was ist, wenn ich das hier nochmal bewege? Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Wir kommen nicht durch, Vieh kommt durch. Ich glaube ja, aber nicht mit einer roten. Vieh kommt nicht an die Fackeln ran. Und dann, ach, der Troll ist ja wieder da. Oh. Was passiert jetzt? Ihn interessiert nicht einmal, dass ich nicht mehr angekettet bin. Er weiß, dass einem Troll wie ihm so gut wie nichts etwas anhaben kann. Okay, er hat reingeguckt. Hilft mir das weiter? Kann sie das Ding hier eigentlich umbauen? Wenn der reinguckt, das würde doch wunderbar passen. Eine massive Holzkonstruktion. Mit dem richtigen Werkzeug, mehr Zeit und ein wenig Talent könnte ich daraus vielleicht einen Rambock bauen. Oder ein Katapult. Oder einen hübschen Tisch. Nee, das geht nicht. Explosives Zeug haben wir auch nicht. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch immer wieder das Vieh dazu bewegen, den Troll draußen herzulocken. Mal gucken, geht das? Wir haben hier ein Rohr, was wir aber nicht mehr benutzen können. Ach, warte mal, vielleicht ist oben noch was. Wir in der Zeit, wo der Troll da ist und guckt, irgendwas machen können. Wir haben es zugemacht, dazu muss er nämlich die Tür aufmachen. Ich verstehe. Ist nicht, dass er draußen stehen bleibt und guckt. Ihn interessiert. Nee, wir haben keine Möglichkeit, in der Zeit irgendwas zu tun. Los, wechseln. Wir haben einen Gummihuden. Okay. Es ist Kunst. Lass mich raten. Feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. Okay, um das Ziel kümmern wir uns jetzt. Und los geht's. Treffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Was? Die kleine Zelle. Oh, das der wäre Arme. Das. Gut, mal die Hände. Komm, Vieh, weiter geht's. So, das heißt,
wir können jetzt endlich raus, ne? Kommt Vieh mit? Nein, Vieh kommt nicht mit. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Können wir mitnehmen? Okay, jetzt haben wir einen Hammer. Eine Fackel, einen Hammer. Wir können dort lang, wir können hier oben lang. Ich glaube, wir können nur... Wie fast alles hier dürfte die Vase Beutekunst sein. Sie ist nicht schön, aber dafür unhandlich. Fest verschlossen. Also Vieh kann sich hier oben drin verstecken. Können wir vielleicht dann währenddessen mit Ivo was an der Vase machen? So, was haben wir hier? Jetzt sehe ich es, da oben hängt er ihn herum. Und da auch. Ein erstklassiges Versteck für das Vieh. Es kann abtauchen und niemand würde erwarten, dass in der Vase ein Ding ist. Nur eine einzelne Wache hier oben? Das ist seltsam. Andererseits, Mortroga kann auf sich selbst aufpassen. Sie kann hier nichts machen. Was ist das hier? Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Hier aus der Gegend ist es zumindest nicht. Das Wappen auf dem Haben wir hier irgendwas? Wir haben ja nicht so viele Gegenstände, also eigentlich... Oh. Das könnte ich tun. Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Was zum Feuer? Dass der das mitkriegt, ist doch nur... Ah! Deshalb das Versteck. Okay, was haben wir hier gemopst? Frostzauber? Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Mehr haben wir ja nicht. Hat er das an Ende gemacht jetzt? Ah, bestimmt. Warum muss eigentlich ich mich immer darum kümmern? Okay, er hat sich alleine versteckt, wie es scheint. Gut, 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 gut. So, dann gehen wir mal hier runter. Wir haben einen Frostzauber. Mit dem Frostzauber könnten wir Dinge tun. Wo ist denn eigentlich Ivo? So. Mal mit dem Frostzauber. Können wir damit vielleicht... Was hat es vor? Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Und jetzt kann Ivo mit einem Hammer draufhauen. Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Freiheit! Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen.
Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh. Und natürlich auch auf dich. Zu gnädig. Warum springt sie nicht so? Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. So, was haben wir gekriegt? Was haben wir denn gekriegt? Noch hier. Wir reden erstmal mit ihm. MacGuffin? Ja? Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Was? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet um das Zauberwort? Bitte. Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun ja, haben. Ja, ist klar. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Eieieiei. Upsala. War ich das jetzt? Das war so umgekippt, ja, ne? Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art. Und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Ausgezeichnet. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Ein Telefonbuch. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Nicht mehr viele, leider. Nicht mehr viele. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. So, ich für meinen Teil denke, wir gehen mal jetzt hier nach oben. Wir haben jetzt nämlich den Stück Draht hier. Und wir können mit Sicherheit jetzt hier das Schloss knacken. Und da ist gerade was runtergefallen. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Dann haben wir schon mal das hier. Okay. Was dann? Ist da nichts weiter, ne? Da ist nur noch der Typ. Zum Glück steht die Wache mit dem Rücken zur Treppe. Unbemerkt auf den Platz komme ich trotzdem nicht. Dann speichern wir mal kurz. Kurz, hier, so. Und so. Und so.